So. Und so. Kisten natürlich nicht beschränkt, ne? Ne, beschränkt dich auf 2. So, 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 so. Und dann machen wir hier in der Nähe auch irgendwo gleich die Trankproduktion. Wobei die ein bisschen größer sein muss. So, warum blinkt die ganze Zeit? Oh, weil ihr leer seid. Das ist eine sehr gute Erklärung dafür, dass ihr blinkt. Kommt hier oben irgendwas nicht an oder so? So, hier ist schon mal totales Problem, weil Boiler zerstört wurde. Was mir erst jetzt aufgefallen ist. Und Närmchen. So, dadurch sollte schon mal ein bisschen mehr Strom kommen. Das füllt sich langsam. Sehr gut. Das kann mal verlandfilled werden. Ihr arbeitet aber auch nicht mehr so lange, weil irgendwann sind die Kisten auch alle. Also irgendwann, das dauert noch. Hier ist Krams, den wir nicht brauchen, der nur verwirrt. So. Guck mal, 176 Roboter inzwischen. Das waren letzte Folge oder vorletzte noch 155. Sehr schön. Engine-Sachen. Ja, damit. Jetzt wird nichts mehr hergestellt, richtig? Weil kein Heavy Oil mehr da ist. Es ist nur noch Leichtöl da. Also das Leichtöl müssten wir irgendwie sinnvoll noch verarbeiten. Der Rest kann hier eigentlich weg. Mitnehmen. Ja, das Kohlefeld hier, warte. Das müsste ich eigentlich alles einfach nur im System einlagern, die Kohle für später irgendwann mal. Eigentlich brauchen tue ich das ja nicht. So, die Anlage hier kann. Warte mal. Kann ja das, was sie hat, noch zu Ende ausbauen. Aber die Rohre geben nicht viel her. Eine Holzkiste wurde zerstört. Die wird wahrscheinlich nicht neu gesetzt werden, aber das ist nicht so schlimm. Das Fließband hier ist immer noch die Befüllungsanlage für das gesamte äußere Netz. Ich überprüfe nur mal ganz kurz. Erstmal sammle ich die Reste hier weg. So. Ups. Sala. So. Befüllungsanlage für das äußere Munitionsnetz. Ich gucke nur mal, ob das ganz so klappt, wie es auch sollte. Und irgendwo hier in der Nähe stirbt was, richtig? Du. Zzt. Kann niemand sagen, dass der Chef keine Hand anlegt. So. Ja, macht, was es machen soll. Und es ist viel zu viel Muni da. Das ist doch schön. Sogar Sniper-Muni ist einigermaßen vorhanden. Das heißt, ich kann mal wieder. Ich kann mal wieder ein, zwei Blueprints setzen. Und zwar die da. Schwupp. Und ja, der ist jetzt komisch. Ja, gleich. So, das kann so bleiben fast. So. Du zerstörst Dinge und wirst nicht aufgehalten. Das ist keine gute Abdeckung der Sniper-Türme. Präzisions-Gatling-Gun, go. Krieg. Ich hätte echt gerne besseres Exoskelett. Wo ist denn das? Da. Ja, hier ist nichts an Verteidigung. Beziehungsweise der kriegt keine Muni, weil ich wahrscheinlich die falsche angefordert habe. Achso, der hat sich nur verschossen. Und gleich der nächste Angriff. Hier fehlt Geschosszeug, richtig? Richtig. Bautürme im Dreierpark. Hierhin. Ja, was macht Strom? Strom schaut nicht gut aus. Also ich muss mich in den nächsten Folgen zurückhalten, was neue Fabriken, neue Schmelzanlagen und so weiter angeht. Das war wohl ein wenig zu viel auf einmal hier. Das kann ruhig auf einen Stack beschränkt werden. So, Kisten kommen. Türme sind da. Haben teilweise schon ein bisschen Munition.
Wir sind bei 191 Robotern und die Forschung ist durch. Bau bitte davon mehr. Dafür brauche ich Kupfer oder rote Chips. Und die Lila-Tränke würde ich ganz gerne abholen, mit dem Fall, dass hier was kaputt geht. So. Hey, wir haben schon mal 10% von dem, was wir an Lila-Tränken brauchen. Yay! Bitte hier einmal neu draufsetzen. Das da reparieren und irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Construction Bots auch nicht so ganz hinterherkommen. Werde ich bei Zeiten auch mal umschwenken müssen, dass ebenfalls Construction Bots hergestellt werden. So, Kupfer wollte ich mir schnappen. Nom, 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 nom. Wie schaust du aus? Beschränk dich mal nicht so. Ja, ich weiß, ich lege jetzt gerade die Chip-Produktion lahm, aber ich hatte ja festgestellt, dass ich das gar nicht brauche. Doch, ich brauche die Chips für hier oben irgendwo. Nö, die können auch von oben angeflogen werden. Die gesamte Abteilung hier für die Chips, die kann eigentlich weg. Dann müsstest du das nur von einer blauen Kiste anfordern. Du auch und du auch. Nein, müsstest du nicht, weil wir haben die Ärmchen ja oben schon hergestellt. Die Ärmchen könnten also auch weg. Das Einzige, was noch da bleiben muss, sind die Zahnräder und die Fließbänder für das. Und das sieht was anderes. Ja. Mach ich doch einfach mal, oder? Ja, komm, nimm ein Ärmchen raus. Das kann dann entsprechend auch weg und eingesammelt werden. Dann kannst du auch weg. Die ganzen Ärmchen dann wahrscheinlich auch weg. Need more working radars. Ja, ja, komm, gleich alles. Ich hoffe mal, das ist jetzt okay. Wow, das war wieder zu viel Zeug, okay. Ich muss mal kurz zum Zentrallager. Also neuen Zentrallager und kurz was zu trinken und so abholen. Da. Schwupps. So, du bekommst Ärmchen, die ich so persönlich nicht wirklich viel brauche. Fuelblock, das. Kohleflakes. Zahnräder, die Munition brauche ich jetzt gerade nicht. Ich freue mich schon drauf, wenn ich irgendwann wirklich sagen kann, hey Roboter, gib mir Munition für einen Angriff. Und dann geben sie mir genug Munition für einen Angriff in absehbarer Zeit. Das ist jetzt noch nicht so wirklich jedem. Ja, ist okay. So. Forschung. Oh, ich habe vergessen, die roten Chips zu holen. Hier. Hör damit. So. Bau mehr von denen. Dann mache ich jetzt einen kleinen Abstecher zum Illyrium-Zeug. Stopf hier ist. Productivity-Modul is usable only in intermediate products. Also hier? Ha, geschickt gemacht. Okay, man kann also hier nicht irgendwas produktiver machen beim Illyrium. Nur schneller und das ist sinnlos, weil wir kriegen ja eh nicht durchgehend die dreckigen Flakes rein. Wo dann Produktivitätsmodule, die tierisch viel Strom verbrauchen und so Zeug. Wer 12% mit Produktivität. Ich wüsste nicht, wo. Grinder sind dann sinnvoller. Also beim Metall jetzt unten. Okay. Oh, hier sind Roboter, die nicht abgeholt werden. Okay, einer. Wie viel sind wir inzwischen? 205. Sehr schön. Die sind immer noch alle ausgelastet. Sieht Strom wenigstens okay aus? Nö, nicht wirklich. Bau. Nächsten Blueprint. Bau. Verteidigungsanlage, die komischerweise hier noch nicht so richtig steht. Norden. Ja, es ist eine Reihe von den normalen Türmen, aber wenn jetzt hier ein Hydralistenschwarm ankommen würde, hätten wir ein Problem, weil die nur ganz sporadisch die Sniper-Türme sind. Und ich brauche mehr Radarschüsseln. Ja. Bau ganz viele davon.
Das wird jetzt nochmal mehr Strom verbrauchen. Warum stehen die so komisch? Warum stehen die nicht mittig mit den Poles? So viel Dollar. Genau, so. Kleinen Puffer haben wir. Gib mir allein Stein. Das ist viel Stein. Mach daraus Landfill, dann kann ich da weiter rum basteln. Aber ich habe das Gefühl, ich verliere wieder irgendwas aus dem Auge. Roboter schreiten gut voran. Und das ist das Bottleneck momentan. Danach nach und nach die Altlasten abbauen. Blaue Chips sind da, rote Chips sind da. Ich habe die Lavalampe unten ein wenig gestutzt. Das hier expandieren kann ich erst, sobald das Eisen hier weg ist. Was langsam danach aussieht. Das schaut gut aus. Du bist alle. Jo. Bitteschön. Werde du auch bald alle. Und sobald das hier alle ist, kann ich halt einfach die Star aufbauen. Ja, trotzdem müsste ich in den nächsten Folgen noch ein, zweimal los Alien-Basen töten, damit wir, wenn wir das Ding hier hinten, die neue Eisenader auch anschließen, auch genug Grinder haben, um wirklich durchgehend alles zu vergrinden. Also zum einen kommen hier zwischendurch noch die normalen durch, was jetzt nicht so super schlimm ist. Aber drüben würde ich das Ganze ein bisschen gerne größer aufziehen. Also damit noch mehr Eisen reinkommt und ich nicht immer so zwischendurch knausern muss. Was ist hier los? Ich habe keine Sniper-Muni. Warum hast du zwei Ärmchen? Ach so, du hast keine Sniper-Muni, weil du wieder so ein falsches Ärmchen hast. Dass dir was Falsches reinlegen wollte. Sollte das auch passen, genauso wie du auch falsch bist. Warum willst du mir die falschen Sachen auflegen? Genau. Besser. Oh, das da kann weg. Blub. Du auch, einfach nur, weil ich es kann. So. Okay, der Splitter hier, warum? Ja. Jetzt Kiste kann weg. Hier ist auch überall keine Abdeckung mit den Snipertürmen. Das ist echt übel, wenn hier mal regelmäßig Angriffe kommen würden. Tun sie ja Gott sei Dank nicht, aber ne? Was wäre wenn? Ja, auch mal ein bisschen Abdeckung machen. Türme von da decken das hier ab. Türme von da decken das hier ab. Schaut so weit okay aus, ja. Nee, gut. Also, nächste Folge. Weiter zuschauen, wie die Roboterarmee wächst und hoffentlich irgendwann mal dahin kommt, dass wir arbeitslose Roboter haben. Das heißt ja nämlich, dass ich weiter expandieren kann. Und vielleicht sollte ich das mit den Solar Panels und Akkus ebenfalls nach hier oben setzen und verdoppeln. Also das doppelt so schnell Solar Panels und Akkus hergestellt werden. Viermal schießen? Ernsthaft? Für ein Circling? Das ist Hammer. Oh, Forschung. Forschung. Ja, die Produktivitätsdinger nicht ganz so sinnvoll, wie ich dachte. Bessere Fabriken. Energy Consumption 210. Energy Consumption 150. Ja, Strom ist ein Problem gerade. Illyrium Mauern. Verstehe ich noch nicht, warum ich die nutzen sollte. Rocket Silo, nein. Tanks. Tanks wäre wahrscheinlich das Mittel der Wahl um 31 Alien-Artefakte. Jo, wenn ich 31 Alien-Artefakte habe, dann kann ich mir 6 Grinder bauen und habe genug Grinder für das Ende dieser Staffel. Also warum soll ich denn noch einen Tank bauen, um noch mehr Alien-Artefakte zu bekommen? Weil sie mich sonst irgendwann überrennen. Das ist ein Argument, ja. Rocketry. Bräuchte Landminen. Hydrogen Can. 48 Explosives.
Das ist echt High-End. Beacon. Ja, komm, ich erforsche mal den Beacon und teste mal, ob man mit dem Beacon die Sachen beschleunigen oder produktivisieren kann. Wobei Produktivitätsdinge eigentlich nicht geklappt hatten, aber beschleunigen kann, was man sonst nicht so beschleunigen kann, weil keine Slots dafür da sind. Alternativ ist das bald eine Option. Allerdings macht es keinen Sinn, einen Fusion-Reaktor zu bauen, der ist nämlich viel zu groß. Das passt kaum in meine Power-Armor rein. Vorher bräuchte ich das da und das braucht 450 verdammte Alien-Packs. Und ist auch nicht so groß. Und braucht auch nochmal 50 Alien-Artefakte. Könnt ihr einfach aufhören, überhaupt irgendwas zu forschen? Ne, ich kann die hier nehmen. Es dauert eine Weile, sie aufzuladen. Aber es könnte helfen, ja. Logistik 3 brauche ich nicht wirklich. Stack Size Bonus. Das könnte interessant sein. Mach mal in die Richtung dann doch weiter. So. Zusammenarbeiten. Gut, und ich mache erstmal eine kleine Pause. Und in der nächsten Folge nehme ich die Lavalampe mehr auseinander und streamline das hier ein bisschen. Weil der Komplex soll bestehen bleiben für später, für die Züge. Aber das ganze Gewusel brauchen wir halt nicht mehr, weil die gesamte Chipproduktion anderweitig ist. Das heißt, es muss nur noch das Metall von hier unten nach da oben gebracht werden für die Fläschchenproduktion. Und auch das ist nur temporär, weil auch die Fläschchenproduktion nach oben verlagert wird zu den ganzen anderen Fabriken. Und ich habe keine Ahnung, wozu das jetzt da ist. Mach mal... So, damit das Kohlefeld auch irgendwann weg ist. Weil ich keine Ahnung habe, wofür ich die Kohle einlagern sollte. Also ein bisschen Kohle, klar, für Plastik, aber mehr auch nicht. Eigentlich könnte ich das Ding komplett einfach wegmachen. Und wenn wir wirklich irgendwann Kohle brauchen, dann grabe ich das aus. Splatter. Gut, also bis gleich.